So, hier bin ich wieder. Ich habe gerade eben das Paket Diverses ausgepackt und da haben wir drin einmal diese wunderschönen Knöpfe und sie sind traumhaft, besonders hier diese ersten drei. Der Hammer. Dann haben wir, was wollte ich auch immer mal haben, habe es mir aber auch noch nie gekauft. Hier so Kratzbilder mit Regenbogenhintergrund. Finde ich voll cool, dass ich das so jetzt mal ausprobieren kann. Habe ich nämlich eine coole Idee mit. Dann haben wir hier Schleifchen. Oh, putzig. Ja, ganz, ganz goldig. Hier haben wir ein Taschentuch, das heißt eine Serviette. Ultra schön. Dann haben wir hier noch ein paar selbstklebende Stoffdinger, Stoffbögen. Wir haben hier auch normale Stoffbögen. Kann man jetzt mal kleine Täschchen rausnähen. Dann eine Schablone. Ein ganzes Set, wo man eine Girlande mitmachen kann. Hier so eine Girlande kann man damit machen. Da hat man halt die Holzteile drin, Pinsel, Farbe und Deko-Elemente. Und dann gibt es hier noch eine Box. Gerade hier oben hinlegen. Eine Box und da sind lauter Die-Cuts drin. Beziehungsweise so Project Life-Sachen. Wow. Und hier ist noch eine ganze Tüte. Wo lasse ich aber jetzt drin? Mit Tags. So ovale, längliche, ganz große. Wow. Und das sind, wow, das ist sogar so hier die großen, das ist sogar so Holz. Die ist auch Holz. Da sind auch noch so Fähnchenbanner drin. Wow. Das sind ganz viele verschiedene Tags drin. Wow. Boah. Was ist das, was da alles drin ist? Boah, genial. Genial. Ich liebe ja, wenn Sachen hier in so einer Box sind und man sich da so durchspülen kann. Genial. Dann haben wir hier auch noch. Ach so, die haben ja. Ach, stimmt. Ja, ich Blitzbirne. So Project Life-Dinger haben ja auch immer noch eine Rückseite oder meist eine Rückseite. Okay, die coole Seite habe ich euch gezeigt. Titty hier, die ist mehr oder weniger einfarbig oder in Anführungszeichen langweilig. Boah, hier sogar mit Glitzer. Und die sind auch nicht billig. Ich glaube, die sind sogar von. Wie heißen die jetzt hier? Mary Dingsbums. Project Life? Ich weiß nicht. Mary Higgins? Nee, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das sind sogar die teuren da. Von. Ach, ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Schande, ich bin ein Versager. Dabei habe ich ja auch drei davon. Wie heißt denn jetzt die Marke? Wie heißt die? Da muss ich jetzt noch gucken. Die heißt. Ach, Becky.
weiß nicht, Becky irgendwas, Mary irgendwas, Becky Lemon, nee, Becky Lemon ist natürlich jemand anderes. Ich weiß es nicht. Becky, ich habe jetzt nur Becky gelesen. Wie heißen die? Ist ja auch egal. Es ist egal. Aber eigentlich dann doch nicht. Ja, auf jeden Fall sind das Project Life Karten. Project Life Karten sind teuer. Genial, das könnte aus einem Set aus dem DM sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Ich finde Project Life Karten absolut fantastisch. Richtig fantastisch. Richtig toll. Aber damit die zu teuer sind, habe ich mich nicht weiter damit befasst. Das sind Postkarten, sind mir auch total ulkig. Hier haben wir noch ein paar Tags. Oh, wie süß. Hier ist so ein kleines Notizbuch mit ganz kleinen karierten Seiten. Oh, wie süß. Wie goldig. Da ist ein kleiner Umschlag mit Sichtfenster. Ein Wimpel. Winner. Ach, süß. Der kommt auch woanders hin. Hier das Blöckchen. Das ist nämlich hier noch extra Blätter noch beigelegt. Oh, toll. Das ist dicke Pappe. Oh, ein Aufbügler. Oh, ist der schön. Ein Aufbügler. Oh, ist der schön. Ja, der kommt auch woanders hin. Ein Plastiklineal. Hier noch so Kleinigkeiten. Da sind kleine Umschläge. Größere Umschläge. Könnten sogar selbst gemacht sein. Hier haben wir noch von diesem, wie nennt man das, Plastikdinger, Vinyldinger, Pappe. Hier sind auch noch Ephemeras, weiß ich nicht, wie die heißen. So Pappdinger, Dice, Pappdice. Noch Umschläge, zwei Stück. Und hier noch ganz viele verschiedene Silberstandsteile. Ja, das würde jetzt echt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles im Einzelnen durchgehe. Und dann ist hier noch so ein ultra cooler Block bei. So einen wollte ich immer mal haben, aber habe mir auch nie einen geholt, weil ich halt nicht der typische Project Lifeler bin. Aber ich finde die schon ultra cool. Mega. Ja, dann packe ich das kurz weg und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt kommen wir noch zu diesem Paket. Papier, 12x12 Inch. Ups. Oh mein Gott. Ja, fangen wir auch sofort an. Da haben wir Eis und Donuts mit einer pinken Rückseite. Mal gerade am gucken. Ja, oder ob ich es euch wirklich alles einzeln zeigen soll. Eigentlich
nervt euch sowas ja bestimmt auch, gell? Ja, aber ich nehme mir die Zeit. Genial. Könnte dann noch mal das gleiche sein. Jawohl. Hab nur mal gerade schon zusammengelegt, was doppelt ist, damit ich weiß, was doppelt ist. Ich habe da so einen Drang, immer nachzuwissen, was doppelt ist und was nicht. Boah, wunderschönes Papier. Jeans, Hosenoptik. Das hatten wir gerade eben auch schon mal. Die Jeanshose hatten wir auch schon mal. Die Uhr hatten wir auch schon mal. Und das ebenfalls. Mega. Da wunderschöne Blümchen. Auf der Seite könnte man sich 15x15 Papier ausschneiden. Zweimal. Da kann man sich auch wieder 15x15 Papier ausschneiden, mal wenn man es möchte. Den Block hatte ich auch mal. Der ist aber auch tatsächlich leer, weil mir gefällt die Farbkombi doch recht gut in dem Block. Das sind jetzt doppelte. Ja, es gibt ja viele Leute, die Blätter, die sie nicht mögen oder jetzt nicht allzu schön finden oder nichts mit anfangen können, aussortieren. Oder wenn dann in einem Block nur noch 5, 6 Blätter sind, dann entscheiden sie sich halt dafür, die Blätter abzugeben. Und ich glaube, so lief das hier auch, aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Also dem einen gefällt es und dem anderen wieder nicht. Und mir gefällt eigentlich immer alles, das ist ganz schlimm. Das ist schlimm. Das hier, wunderschön. Guckt euch das mal an. Es ist wunderschön. Das würde ich mir, so würde ich mir das an die Wand machen. Das, ja. Es ist traumhaft. Wow. Und dann gibt es das auch noch doppelt. Das hier hatten wir doch gerade eben auch schon mal. Da, das mit den schönen Rosen gibt es auch. Den Rosenblock, den gab es auch mal in klein, fällt mir gerade auf. Gab es auch mal in klein. Hatten wir das auch gerade schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich nervt das jetzt bestimmt, dass ich da rumgucke, ob es doppelt ist. Aber ich
ich habe es lieber jetzt sortiert als später. Da auch eine wunderschöne Farbe. Und auch doppelt. Ah, cool, aus diesem Papier habe ich jetzt gestern erst noch gebastelt. Aus dem Papier habe ich gestern erst noch was gemacht. Und aus diesem Papier habe ich jetzt auch erst was gemacht. Das ist ja cool. Das ist ja praktisch. Welches Papier? Warte, ich zeige es euch mal. Bäm. Da, schaut. Ja, ist missraten. Aber ist so eine Napkin Fold Card. Aber ich habe es jetzt nicht ordentlich genug gefaltet. Aber es ist, hier seht ihr es besser, es ist das Papier. Siehst du, ich verarsche euch nicht. Ich bastel wirklich. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das für möglich gehalten? Rentiere. Oh, auch doppelt. Genial. Boah, vielen, vielen lieben Dank. Da, das Wunderwunderschöne. Oh, das Wunderwunderschöne. Das Wunderwunderschöne. Ach, toll. Und hier haben wir dann nochmal Reste, in Anführungszeichen. Ah, wie toll. Das Wunderschöne ist doppelt dabei. Ah, da freue ich mich ja. Da hat sie zum Beispiel wirklich so ein 15x15 Blatt rausgemacht. Und hier haben wir nochmal das. Das gab es ziemlich am Anfang. Gab es das irgendwo? Ja, ich packe das hier mal kurz weg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Paket und das, boah, das war der Hammer, das Paket. Das ist wirklich richtig übel. Und zwar haben wir hier selbstgemachtes und die Sachen, die sind auch wunderschön. Das, ja. Also, das Paket ist so der Hammer. Hier sind ganzen Batzen selbst gemacht. Und da haben wir einmal diese wunderschöne Karte. Eine ganz normale Klappkarte. Wunderschön. Auch hier diese Rahmen, die Rahmen benutzt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich die überhaupt verwenden soll. Ich habe die auch, die liegen hier nur rum. Da. Süß hier noch mit Preds gearbeitet, aber die Preds anscheinend dann abgeschnitten oder ja halt schön verklebt einfach. Hier haben wir eine Happy Birthday Karte, jetzt rede ich schon wieder Englisch, schön. Und dann auch hinten auch noch Glitzersteine, oh schön. Die Glitzersteine, die sind der Hammer. Das sind so irisierende Halbperlen in Transparent. Auch eine Geburtstagskarte. Und ach toll. Super. Ah, das Ornament hinten, das ist so schön. Toll. Mega schön. Hier ist so ein Flipbook. Das ist sogar noch schön zum Selbstdekorieren. Super. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier, schaut das. Ah, schön.
ich kann sowas einfach überhaupt nicht. Ich weiß nie, wie ich das richtig, ja, kombinieren soll. Das ist furchtbar bei mir. Hier noch mit einer Tech-Tasche. Da ist auch noch, das ist auch eine Tasche. Hier ist eine Tasche. Da ist eine Tasche, da ist eine Tasche. Wunderschön. Dann haben wir hier noch, wow, schön. Es ist wirklich richtig schön. Das ist so ein, sogar so ein Goodie-Bag ist das. Ach, schön. Und zu guter Letzt haben wir noch dieses Flipbook und es ist traumhaft. Es ist traumhaft. Schaut es euch an. Es ist traumhaft. Sogar so ein, eher so ein kleines Mini-Album. Hier an der Seite hat man noch so ein Tag zum Rausziehen. Es ist so schön. Hier ist auch wieder ein Tag zum Rausziehen. Das kann man sogar als, noch als Tasche benutzen. Da kann man auch was reintun. Es ist traumhaft. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für all die ganze Mühe. Es ist der pure Hammer. Ich danke dir so sehr. Es ist der pure Hammer. Also ich werde soweit alles behalten, bis auf 2, 3 Washis und das Kilopapier. Aber den Rest, den werde ich erstmal in meinen heiligen, in meine heilige Schatzkammer einschließen. Und es ist der Hammer. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich tierisch. Und ja, wenn du mal Hilfe brauchst oder irgendwie, dann schreibt mir und ich sage, ihr lieben Leute, wenn hier irgendwas dabei ist, wenn ihr traurig seid, weil ihr nicht gewonnen habt und hier ist irgendwas bei, was ihr unbedingt gerne hättet, schreibt mich an. Ich weiß nicht, wir finden bestimmt irgendeine Lösung. Und ja, ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin jetzt erstmal geflecht, gehe jetzt erstmal unter die Dusche und dann geht mein Tag ja auch noch weiter. Mein Tag wird ja noch grandioser. Ich meine, das hier ist jetzt schon schwer zu toppen, aber ich bekomme Besuch. Besuch, heiliger Besuch. Und ja, mein Tag wird ohnmächtig und ich kann euch mal gerade zeigen, die Sonne strahlt. Es ist ein herrlicher Tag und... Ja, meine Lieben, dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.